Moin und herzlich willkommen hier zurück zu Enshrouded. Wenn man es so ausspricht hier. Wir wollten ja eigentlich den. Sagt mal schnell, unseren NPC holen. Da bin ich ein bisschen an der Brücke gescheitert, wollte eigentlich einen Greifhaken machen. Das wisst ihr ja alles von gestern. So, ich habe natürlich schon mal ein kleines Video gesehen, habe mal ein bisschen gespickt. Da wir ja hier ziemlich begrenzt sind mit 6 Stunden 23 nur noch. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal und machen uns noch mal ein bisschen Material. Und zwar würde ich gerne eine Holzfäller-Axt machen, tatsächlich. Und ich würde eine Spitzhacke machen, wo uns jetzt Äste fehlen. Uns fehlen noch 3 Äste. So, Äste. Müsste ja eigentlich hier mal, weil da sind auch Steine, die will ich mal mitnehmen. Also ich muss sagen, ich bin bis jetzt sehr angetan. Ach, seht ihr, eigentlich wollte ich die Grafikeinstellung mal höher stellen. Einfach mal zum Testen, aber na, ist egal, ich lasse es erstmal. So, habe ich jetzt schon die 4 Äste eigentlich? Ein Ast fehlt uns noch. Ups, ich glaube, das Pflanzenfaser. So, wie gesagt, Baumenü würde ich, glaube ich, tatsächlich sagen, vernachlässigen wir jetzt erstmal komplett. Würde ich eventuell dann noch einmal neu starten, wenn die 8 Stunden rum sind, dass wir uns dann 8 Stunden vielleicht nur mal ums Baumenü kümmern, wenn wir das zeitlich schaffen, ne? Dass wir da dann nochmal reingucken, wir werden sehen. So, jetzt muss ich nur mal gucken, brauche ich eigentlich, nee, Handwerk, die Spitzhacke. Stellen wir uns die auch mal her, alles klar, haben wir. Dietriche, was brauche ich denn? Dietriche, Metallschrott. Wir machen uns einfach mal eins. Fackel mache ich auch, nur damit wir hier mal diese, ihr seht ja, hier sind ja überall diese Sachen drin. Magie, Knochen, Harz. Harz kriegt man auch, okay, Magie, nicht Magie. So, was ist denn hier? Tagebuch, Quest. Ach ja, genau. Den wollten wir uns ja holen, auf jeden Fall. Das holen wir uns. Den, da werden wir uns auch gleich darum kümmern. Erstmal, habe ich euch eingeschaltet? Ja, habe ich. Gut. Das ist ja hier Charakter, Rucksack. Lasst mich mal kurz schauen. Das. Da ist die Axt. Pass mal auf. Das nehmen wir mal dahin. Das geht dahin. Wo habe ich eigentlich das Fleisch? Woher habe ich eigentlich das Fleisch? Das ist Lagerfeuer. Ach so. Gut. So, weil. 5 Steine. Ich wollte ja auf jeden Fall ich noch ein Flammenaltar bauen. Weil da weiß ich auch, da werden wir ja immer da wachen wir immer auf, wenn wir verrecken. So, mein Gott. Und ja. Dann möchte ich gerne ich gehe einmal hier lang. Gehe einmal hier zu unserem Tischlein. So, wenn ihr mal schaut. Wo war das? Den Gleiter würde ich gerne bauen. Da müssen wir aber wohin? Das ist eine Feuerstelle, das machen wir auch mal. Und eine primitive Holztisch. Nein, ich hätte gerne die Werkbank. Werkbank. So. Ja, das ist... Mal sehen, ob es dann nochmal einen... So. Werkbank habe ich da. Alles klar. Pass mal auf. Packen wir die Sachen einfach mal hier rüber. Entschuldige kurz für den Cut, aber hier ist gerade ein Kollege von mir mal eben über Discord reingekommen. Das habe ich vergessen auszumachen. So, okay. Ja, wir haben eine Werkbank. Wir haben ein bisschen was zu essen. Eine Feuerstelle, wir haben das. Ja, ich glaube, wir gehen jetzt einfach... Oh, warte mal, wie viele Pfeile haben wir? 74 Stück. Okay, gut. Boah, gehen wir mal los jetzt. Schauen wir mal. Jetzt wird es nämlich ganz schön interessant.
sammle schon mal was mit. Erstmal ein bisschen gucken, nicht, dass hier irgendwelche Wölfe noch entgangen sind. Ich finde das echt cool hier, also. Da gibt das ja nichts. So, ich war ja bis zur Brücke. Über die kommen wir auch, aber wir müssen erstmal Dinge organisieren. Und zwar bin ich hier ja so fleißig lang und habe gar nicht gesehen, dass es hier irgendwo gab es hier einen Weg runter. Wo gab es denn den Weg? Ich glaube da hinten. Da, wo das Tor ist. Schön dran vorbeigelaufen. Ihr habt es bestimmt schon gesehen. Hat mir die Truhe schon aufgemacht. Spawnt das nach. So. Tagebuch des Hauptmanns. Die Angreifer haben wir uns da schon gelesen. Belager von der Brücke aus angegriffen. Ihr Auge, dieser Wahnsinn. Wir konnten uns bisher nur. Ja. Das haben wir schon gelesen. Und anscheinend spawnt das wieder. Ja, da gibt es einen Respawn. Aber ich sag mal so, das ist ja auch okay. Sei denn, ich hab. So. Aber komm, das sind alles so unwichtige Sachen. Kann natürlich auch sein, dass ich woanders drin war. So, wir gehen mal hier runter. Und hier unten müsste eigentlich ein Nebel sein. Und ich möchte gerne. Ah ja, hier war auch noch was, genau. Truhe. Was haben wir hier? Haben wir noch eine Plünder, eine Fackel. Tagebuch des Haupt. Manns, Tag 20. Wir sind hungrig. Wir müssen die Brücke zerstören. Und damit unsere Versorgungsroute. Aber es hat funktioniert. Wir haben keine Plünderer mehr gesehen. Die Flammenkrypta und alle darin sind sicher. Und so soll es auch bleiben. Wenn wir nicht hungern wollen, müssen wir vielleicht unser Glück in diesem schrecklichen Misama versuchen. Beides bedeutet den sicheren Tod. Kann. Muss aber nicht. So, okay, machen wir alles nehmen. Sehr schön. So, wir müssen jetzt in das böse Misama. So. So, wisst ihr, was mich jetzt interessiert? Ob ich mit dem Feuer hier. Nee, das ist das falsche Feuer. Ah, nicht genügend freier Platz. Ach so. Ja, wisst ihr was? Dann bauen wir das hier oben auf. Oder? Weil. Pass auf, wir bauen uns hier eine Zwischenstelle auf. Da geht das. So. Zack. Zack. So. Wir bauen uns hier ein kleines Zwischenlager auf. Das müssen wir nachher aber wieder abreißen. Ich weiß gar nicht, ob wir die Sachen alle wiederkriegen. Aber wir machen das mal. 7. So. Okay. Nee, mach mal so. Wir werden uns einmal aufheizen hier. Und dann gehen wir gleich. Nee. Meine Güte. So. Kann ich denn auch das Fleisch essen? Ja, da hätte ich jetzt mal mit warten sollen, vielleicht. Wäre vielleicht ein bisschen sinniger gewesen. Aber ist schon okay. So, ich glaube, es gibt jetzt 10 Minuten hoch. Ja, bis jetzt also, wie gesagt, also ich finde es das schon richtig, richtig gut. Alles klar. So. Ich habe schon wieder falsch. Ich habe schon wieder falsch gedrückt hier. So, gehen wir mal rein, weil ich weiß, wir brauchen für den Gleiter brauchen wir ja auch noch Dinge. So, rein in dieses miesen Sama-Ding. Ist das hier noch? So. Ah, warte mal, du kannst doch bestimmt. Ja. Und was bringt uns das? Hat jemand gesehen, was das gebracht hat? Ach, Misama-Flüssigkeit. Okay.
Gehen wir mal weiter. Gucken wir mal. Müssen wir ein bisschen im Auge behalten, das Ding, ne? Ey, Mann, Mann, Mann. Wenn man sich... Okay. Okay, die ist, wie schon gesagt, die Gehe. Da ist auch noch einer. Aber wisst ihr was? Wir haben den Zauberstab noch gar nicht ausprobiert. Okay. Plündern Knochen. Was ist das? Diese Sanduhrkapsel stellt eine Verbindung. Verbleibende Zeit im Isama wieder her. Sie wird bei der Verwendung verbraucht und kann nicht im Inventar aufbewahrt werden. Ah, geil. Gut. Okay, hier ist im Moment noch nicht so viel. Ich würde jetzt auch gar nicht so viel plündern wollen. Was ist das? Mithril, Materialien. Pilzmithril, das die magischen Eigenschaften des Isamas absorbiert hat. Vielleicht lässt es sich für alchemistische Dinge nehmen. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, was haben wir denn hier nicht geplündert? Da ist doch... Ah, da, den müssen wir auch noch plündern. Oh, was haben wir da? Wieder alles nehmen. Ein rostiger Schwert. Okay, passt auf, dann nehmen wir die Zeitkapsel. Da ist noch schnell ein Truending. Nee, ey. Wie, zum Schlafen ist ja aber gar keine Zeit. Ah. Wenn Betten in der Nähe sind, ist nicht gut. So, ich brauche Holz. Wir brauchen bestimmtes Holz für den Gleiter. Oh, ich wollte gerade, was ist denn jetzt los? Aber, oh, komm, zurück, zurück, zurück. Nee. Ja, ist jetzt. Ich höre noch was grunzen, Leute. Ich glaube, ich muss aber jetzt bald raus hier. Aber noch ein Baum? Da ist noch ein Baum. Da vorne ist noch ein Gegner. Auf was habe ich denn? Drei? Das machen wir alles hier ganz ohne Zielen. Okay, lasst uns mal eben rausgehen. Ich hoffe, das war hier der Rausweg. Aber ich glaube schon, ne? Oha, er ist aber weit raus, oder? Leute, wo geht's denn hier raus? Ich habe mich verlaufen. Nein! Oh. Wo bin ich denn überhaupt? Da ist unsere Zuflucht.
Moment. Zuhause Stufe 1, Zuhause Blutwacht. Ne, der müsste dahin, ne? Ach, ich kann es schnell. Pass auf, wir probieren mal Schnellreise aus. Ah, cool. Ja, machen wir. Das können wir machen. Das sieht doch gut aus. So, lass mal gucken, ob wir schon den Gleiter bauen können. Auf den habe ich schon richtig Lust. Oh, wir haben nur drei Abisama-Holz gefunden. Ernsthaft? Nur so wenig? Ach, und Tierfell brauchen wir ja auch. Ah. Ja. Naja, gut, vielleicht versuchen wir das mal anders. Ich möchte einmal nochmal Fleisch abkochen. Ich muss nur mal gucken, wo ich. Ja, okay, das habe ich hier nicht drin. Dann müssen wir einmal gucken. Rucksack, da. Ich dachte gerade, da wäre was. So. Ja. Okay, Fleisch ist fertig. Dann würde ich sagen, eh aufheben. Ach, so, festhalten. Jetzt ist jetzt nur mal die Frage, habe ich das im Inventar? Habe ich. Das ist doch gut. Das klingt hier echt gruselig. Das will ich euch mal sagen. So, wir müssen weiter. Achtung, die Flamme zu tilgen wird deren Schutzraum nach. Ja. Bestätigen. Flamme tilgen. Das Nachglühen der Flamme bietet einen anhaltenden Schutz, der bald nachlassen wird. Okay. Das klingt hier, ne? Ei, ich bin schon wieder falsch. Nee. Da, so. Ist jetzt der Altar auch wieder mit drinne? Nee, ist er nicht. Warum nicht? Schade. Handwerk, Flammenaltar, brauche ich 5 Steine und ich sehe nichts. 4. Naja, gut, 5 Steine werden wir auf der anderen Seite wiederfinden, ne? So, ich würde sagen, wir laufen jetzt. Wir laufen jetzt einfach mal durch, weil den Gleiter, ja. Ah, es ist so dunkel. Obwohl, eigentlich habe ich schon mal Bock auf den Gleiter. Den wollen wir ja mal ausprobieren, ne? Da gibt es noch einen Baum. Ich habe gar nicht alles an. Ach, Gott sei Dank. Wie viel habe ich denn jetzt? Das ist Holzscheit, das ist Misama. 5 Stück. Oh, ich muss aufpassen, ne? Ich muss das echt im Auge behalten. Habe ich die ganze Holzscheite hier übersehen, Leute? Naja, gut. Neun. Ich glaube, ich brauchte 8 für den Gleiter, ne? Ich meine, das waren 8 für den Gleiter. Dann hoppeln wir jetzt einfach mal hier rüber. Wir gehen einfach hier mal hoch. Wie gesagt, NPC würde mich ja mal interessieren. Kann ich da? Komme ich da schon hoch? So.
Schade. Ui, das war aber... Okay. Dann laufen wir hier mal hoch. Ich bin mal gespannt. Da geht's rein. In eine Höhle. Nee, ist ein Tunnel. Eieiei. Ah, total überblendet hier. Ah, cool, da kann man auch hochklettern. Aber das sah ja schon genauso. Das hat man sich ja schon fast gedacht, ne? So, super. Wir sind raus aus der ganzen Geschichte. Mal sehen, was haben wir denn hier? Da ist ein Feuer. Da ist ein Brief. Okay, es werden spektakuläre Fortschritte erzielt. An alle, die ihre Augen auf mein wunderbares... nein, lasst mich noch einmal beginnen. An alle Reisenden, meine Großartigkeit hat dieses Gebiet erobert. Nein, ich fürchte, das ist auch nicht richtig. Die Brücke ist fast fertig. Und ich finde, verdammt nochmal, keine Worte, um meine Freude auszudrücken. Was für ein Glück, dass eine Mine, die uns so nahe ist, solch Reichtum an Erz liefert. Aber eins ist sicher, ich werde diese Brücke nach meiner lieben verstorbenen Tante, fünften Grades, Raylene, nennen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob sie sich geschmeichelt fühlen würde, wäre sie noch am Leben. Denn sie und die Brücke haben nicht nur den gleichen Namen, sondern auch dieselbe raue Natur. Gezeichnet Cat Hort. Ja, nett. Was war das denn? Mäuselchen, was war das denn? So. Stein, Stein, Stein. Stein ist gut. Stein ist gut. So, ich glaube, die sind auch nicht schlecht. Ah, ich glaube, da gibt es nur Knöchelchen. Ach du Scheiße, das wollte ich jetzt ja nicht. Ich wollte ja hier nicht so viel Randale machen eigentlich. So, also ich hack jetzt nicht alles kaputt, weil die Zeit. So, ich bin ja ehrlich zu euch und weiß ja schon ungefähr, was kommt, weil ich habe ja vorgespickelt. So, und ich würde mal sagen, wir werden hier einmal ein Zwischenlager errichten tatsächlich. Nee, Handwerk, Flammenaltar herstellen. So, wo haben wir denn das Ding? Wo ist es denn da? So, dann nehmen wir auch wieder unser... Zack, zack, zack. Zack, zack. So, Flammenaltar. So, Flammenaltar. Bauen wir mal dahin. Dann nehmen wir unser Butterfresschen-Gedöns. Packen wir dahin. Und wir nehmen vorsichtshalber auch die Werkbank hier hin. Die packen wir da hin. So, Gleiter finden uns ja Materialien. Ah, ich bin schon wieder, ich wieder. So, aber wartet, ich möchte gerne, weil, benutzen. Und dann nimmst du die Axt. Dann schaue ich mal. Okay, das ging geschmeidig. Das ging geschmeidig. Metallschrott nehmen. Das war gut, also Nahkampf. Alles nehmen. Alles nehmen. Ah, wie gesagt, ne, muss ich fairerweise sagen, ich habe vorher das schon mir angeguckt. Aber es ist ja auch nicht schlimm, finde ich, weil wir haben sehr wenig Zeit, ne? So, also hier würden wir auch über die Kletterhaken rüberkommen, ne? Da oben. Die müssen wir auf jeden Fall auch testen. Da gibt das ja nichts, da gibt das ja nichts. So, was sagt unsere Zeit? Ja.
Da würde ich ja fast sagen, wir machen das jetzt wie folgt, da ich ziemlich vollgemüllt bin. Würde ich tatsächlich sagen, dass wir hier am Lager, ich guck mal, ob ich noch eine Kiste aufbauen kann. Waren die Kisten waren doch hier im. Oh, ein Gerüst, Leute, ein Gerüst. Grober Holzklotz. Bauhammer habe ich doch schon eigentlich. Greifhaken. Was fehlt uns für den? Gar nichts. Den bauen wir uns. Winzige Truhe. Was fehlt uns für eine winzige Truhe? Drei Äste. Aber Leute, Greifhaken, ne? Den wollen wir doch mal testen, oder? Wo ist denn. Wieso habe ich hier eigentlich 5 Millionen Fackeln drin? Pass mal auf. Geh du mal dahin. Das Schwert packe ich mal dahin. Wisst ihr was? Wir testen jetzt mal den Greifhaken zum Abschluss dieser Folge. Und in der nächsten Folge werden wir da. Werden wir dann oben den. Gucken, ob wir den NPC bekommen. Krylin-Brücke, oder? Krylin spricht man das höchstwahrscheinlich aus. Aber den Greifhaken wollen wir testen. So. Und jetzt müsste ich mit der 4 den Haken nehmen, korrekt? Dann gehe ich auf E. Ja. Und jetzt habe ich das Problem, dass ich konnte. Ich habe. Echt? Ist der jetzt weg? Schade, Marmelade. Ja, gut, dann bringe ich uns hinten in die Tür. Also, wir brauchen zwei Haken. Also, ihr mit einem. Ich habe gedacht, die kann man behalten. Kann man aber nicht. Ja. Also, da komme ich, glaube ich, so nicht drüber gehupft. Okay. Ja, gut, Leute. Sehen wir uns in der nächsten Folge, glaube ich. Na, also ja, wir sehen uns in der nächsten Folge und dann hole ich uns. Hole ich uns wieder ab, weil unser Inventar ist nämlich jetzt leer. Ja. Okay, gut, das müsste irgendwo da unten liegen. Ja. Naja, gut. Also Leute, macht's gut. Wir sehen uns dann morgen. Ciao, euer Maruk.